So, guten Morgen, willkommen zurück zu Amberstar. Wir laden hier noch mit den schnellen Diskettenlaufwerken. Mit achtfacher Geschwindigkeit von normal. Ich könnte es mal auf 100% stellen, das Let's Play unnötig in die Länge zu ziehen. Nein. Ja, ich muss es unbedingt länger machen als die Line. Nein, muss ich nicht. Das wollen wir nicht. So, was wollten wir denn überhaupt tun? Ich wollte, glaube ich, nichts tun. Ne? Nein, ich habe nichts Spezielles auf meinem Plan mehr. So, ich habe hier... Gilde, das ist uninteressant. Da mache ich mal einen Strich kurz. So, wir wollen einmal in den Weinkeller. War ich da noch nicht drin? Hm? Oder wechsle ich da gerade was? Wir gucken einfach mal rein, was soll schon passieren. Du stirbst. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich bin jetzt noch nicht so mächtig. Noch nicht. Kneipe. Moment, die Kneipe war in die andere Richtung, ne? Vielleicht. Jetzt überlege ich gerade, wo die Kneipe war. Ist entweder was da oder da unten. Ich glaube, es war hier. Njop. Gucken wir einfach mal aufs Schild. Nein, Waren aller Art. Brauche ich da irgendwas? Gucken wir doch einfach mal rein. Was soll schon schief gehen so? Ich lege erstmal Kohle auf den Tisch und schaue mir erstmal Sachen an. Ach richtig, der hat ja nur Scheiße im Angebot. Wieso kann ich hier nirgendwo was verkaufen eigentlich? Ich habe doch Zeug, das ich verkaufen kann. Ach, ich habe mir ja gar kein Zeug, das ich verkaufen kann. Das könnte erklären, warum ich nichts verkaufen kann. Aha, jetzt kann ich mir auch Zeug... Was willst du mir verkaufen? Ich will... Messer verkaufen. Ja, macht das einen Unterschied, wie viel Charisma ich habe? Ich weiß gar nicht mehr. Charisma hat auch irgendeine Auswirkung gehabt. Ich weiß es noch. Charisma. 39 von 60. 14 von 30. 47 von 80. Ja... Könnte man fast mal ausprobieren. Also er hat 39. 39. Habe ich irgendwas doppelt, was ich nicht mehr brauche? Ja, ich hab sogar verteilt richtig. Ich bin stolz auf mich. Das gute Zeug habe ich auch schon alles ausgerüstet. Habe ich ja. Gut. Gut, also das hier und dann einmal bei ihr. Dann gucken wir mal, ob das einen Unterschied macht. Ich weiß es gar nicht mehr. So, dafür gibst du mir 54, alles klar. Nein. Und dafür gibst du mir 56. Es macht also scheinbar einen Unterschied, allerdings ganz ehrlich. Wegbeschreibung kauft er nicht, Tränke kauft er bestimmt. Was sind die wert? Kann ich auch 0 verkaufen? Nein. Ich verkaufe dir nichts, gib mir Geld dafür. So, Robe. 17 Gold, 54, ja Gott, die 2 Gold, die scheiße ich drauf. So, Pfeile habe ich eh nix. Wow, 3 Gold, Keule. Aber hauptsache die Geule. Hm? Die Geulen sind viel wert, ne? Die Geule sind viel wert, das ist wichtig. So, was habe ich hier noch so für Müll? Leder. Davon werden wir noch sehr viel finden. Vier Stück. Ich habe 4 Messer. Was mache ich mit der Pfeife? Viel wert. Ich weiß nicht, brauche ich die nochmal für irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Ich behebe sie mal auf. Kostet ja nichts. Was hat denn heute meine Aufnahmeplatte schon wieder? Dolch, huh. Oh, bei dem kommen nur noch 51, was? Scheiß drauf. Geld ist nicht so das Problem in dem Spiel. Ich habe magische Pilze. Magic Mushrooms hier. So, dann verkaufen wir hier noch den lustigen Müll. Kurzschwert, braucht doch kein Mensch. Ich habe schon viel bessere Staffeln und so, ne? Buckler, ne. Voll für ein Arsch. Schuhe. Noch mehr Schuhe. Wer braucht schon Schuhe? Ich habe Stiefel. Nein, ich will nichts mehr. Ich will hier... Wie viel Kohle habe ich denn inzwischen? Oh, 4400. Das ist fast schon viel. Nein, nicht wirklich. Was hatte er überhaupt? Müll, ne? Die Händler haben hier immer irgendwie Müll. Habe ich alles verkauft. Pilze habe ich hier noch. Den Amberstar-Teil brauche ich bestimmt auch nicht mehr. Kann ich auch verkaufen, mich damit. Hatte er nicht noch irgendwelche interessanten Waffen? Nein, ne? Er hat... Ich habe immer diesen Grafikglitch. Ich weiß nicht warum. Ein Bernstein. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Müll, Müll. 35 Dolche. Das darf einfach hier so verkauft werden. Na gut. Sagen wir mal nichts, ne? So, 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 so,
Dabei habe ich doch extra eine Einstellung geändert. Ich hätte gehofft, die Grafikfehler gehen weg. Ich weiß nicht, ob die spielbedingt sind oder einfach nur irgendwas falsch im Emulator eingestellt ist. Sollte aber eigentlich nicht sein, so. Zum tanzenden Drachen, da wollen wir hin. Der wollte irgendeine Flasche Wein aus seinem Keller oder habe ich das falsch aufgeschrieben? Moment, hier haben wir noch einen Artefakt im Weinkeller. Moment, ich rede einfach nochmal mit denen. Kann ich so schlimm? Ich suche einfach nochmal den Typen, den ich. Ich habe seinen Namen. Habe ich seinen Namen aufgeschrieben? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Heiltränk. Das wollte ich doch gar nicht anklicken. Ich wollte doch hier klicken. Ich suche Weinkeller. Problem hören, nun den seit ein paar Wochen hat. Das große Schleimiges in meinem Weinkeller. Hatten wir das schon? Ja, oder? Und 100 Goldmünzen zahlen, wenn ich mir eine Flasche hole. Okay. Habe ich es doch richtig aufgeschrieben. Ich sollte nur den Namen vielleicht damit dazu schreiben. So, wo ist denn dieser scheiß Weinkeller? Ach, richtig, hier war. Nein, der war nicht hier. Der war. Ich bräuchte eine Karte von Innerorts. Innerorts. Ja, ja. Von Gebäudeninneren. So, war der hier? Nein, hier war die Diebesgilde. Die ist so schwer zu finden. Ah, hier ist der Keller, gut. Aber wir speichern mal, bevor wir da reingehen. Ich finde es auch wegen merkwürdig gemacht, dass man speichern muss, um Mitglieder rauszuwerfen. Vielleicht etwas unglücklich gewählt, wenn man nur einen Spielstand zur Verfügung hat. Und warum habe ich heute ständig Frame Drops? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Einen Moment, bitte. So, jetzt sollte es weg sein. Hoffe ich einfach mal. Und ich hoffe einfach, dass die Aufnahme problemlos weiter funktioniert, sonst habe ich ein Problem und darf 2 Stunden nochmal aufnehmen, hey. Dann gibt es dieses Wochenende wirklich Probleme mit Videos. Ich habe Empire Earth 1 und Mega Man 3. Spellforce muss ich immer noch wieder herstellen, da habe ich erst die Hälfte. Wunderschön, wenn sowas abstürzt und dann einfach mal, nee, nicht abstürzt, sondern einfach nicht. Ich denke, stimmen wird, bin ich überhaupt mächtig genug, um was auch immer da unten mich erwartet. So, du warst. Nee, Moment, hier muss ich, Licht. Licht 2 sogar. Ich liebe es. Ja. Ach, komm schon. Es ist ein beschissener Lichtzauber und du wirst nicht angegriffen. Hallo? Wow, kein Kommentar. Kein Kommentar, einfach kein Kommentar, so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was in diesem Keller so... In den Nischen dieser Hallen stehen große Fässer aus jahrhundertalter Eiche. Ist da was drin? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich... Ja, haben wir so lange Licht und der Zauber ist ja so schnell gesprochen. Ich habe Fackeln zur Not. Weil ich die Fackel ehrlich gesagt nicht benutzen will. Die Scharniertür vor euch ist mit Rost bedeckt. Nur ein Brecheisen kann diese Tür noch öffnen. Das hast du, das Brecheisen, ne? Aha, und schon ist die Scheißtür offen. Ja, wenn man das Brecheisen nicht hat, so wie ich damals in dieser verbuggten Version, jetzt habe ich es nicht gelesen, egal, dann hat man echt das Problem. Ich vermute mal nicht, dass da irgendwo was drin ist, aber hey. Vielleicht soll ich lieber so schräg gucken, damit ich nicht aus Versehen an den Fässern vorbeilaufe, so wie hier. Naja. So, war da noch was? Nein, da war eine Wand. Du siehst eine Wand. Sie ist kalt und leblos. Und dein neuer bester Freund. So. Ich wollte nicht schlafen. Ich wollte mich auch nicht drehen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich bin betrunken. Von den Weinfässern. Ich habe da so tief ins Weinfass geguckt. So, was ist hier noch? Ich bin nicht sicher, aber kann man eine dieser Wände aufbrechen? Sieht so verdächtig aus, weil es geht hier rein und so. Das ist immer verdächtig. Wo wollen wir denn hin? Ich vermute aber fast nicht, dass hier irgendwas ist. Also außer dem Schleim, der uns irgendwo töten will. Nee, hier ist auch nicht. Hier ist auch alles abgedeckt. Okay, dann. Moment, da hinten. Nee. Komme ich wahrscheinlich gleich hin. Du hörst einen scharrenden und kreischenden Laut. Hinter dieser Tür so. Wow. Eine Ratte. Hatten wir noch gar nicht.
Es lädt. Geladen, Alter, so. Wow, zwei Ratten gleich. Jetzt legt er aber richtig los. Du tötest mal das hier und ich muss nachgucken, was das für diesen Grafikglitches ist. Die sollten nicht sein. So, ich stelle mal auf den Speed Mode und Magie wäre hier übertrieben, glaube ich. Wow, ein Lebenspunkt. So, wow, 5. Yeah, 17. Okay, hat sie erledigt. So kann man schon eher arbeiten. 5 Erfahrungspunkte. Wow, ich sammle alles auf, hey. Wow, das war jetzt voll die Ausbeute. Fast schon richtig viel. So, was haben wir da noch? Nichts. Ich muss nur aufpassen, dass hier nicht nochmal irgendwo... Vor hier liegt ein großer Haufen von zerbrochenen Flaschen, Gläsern und Krügen. Ja, dann laufen wir doch mal rein, ne? Barfuß. In diesem Glashaus findest du nur noch eine heile leere Glasflasche. Oh Gott. Ja, eine Gasflasche. Das war eigentlich ein deutsches Spiel. Habe ich schon mal erwähnt. Da findet man Gasflaschen. Oh Gott. Ich gehe lieber weg. Und weg, 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 weg. Ich gehe ganz weit weg. Ich war nie hier. Du hörst ein Schannen, Kreischen, Laute hinter dieser Tür. Ja, ja. Ach da. Ich wollte schon sagen, hä? So, dann machen wir das einfach wie eben schon mal. Das hat auch ganz gut funktioniert. Magie brauchen wir noch keine. Sparen wir uns das. Wow, ein Lebenspunkt. Ich treffe nicht. Liban trifft auch nicht. Aber Drobanor. Drobanor hat die Sache unter Kontrolle, so. Jetzt hau die ab. Ich will die aber töten. Hier gibt Erfahrungspunkte, so. Hängt da ein Feuerball? Wenn er trifft, schon. Yeah! Und gewonnen. Ah, kannst mir nicht entkommen. Niemand kann mir entkommen. Es sei denn, sie sind mächtiger als ich. Aber das ist hier, glaube ich, noch nicht der Fall. Spürst einen leichten Windhauch. Als du die Wand vor dir genau untersuchst, bemerkst du einen getarnten Durchgang. Ich würde lieber dieses Skelett untersuchen. Nein, das ist tot. Oh. Will ich jetzt schon weiter runter? Nee, ich will erst bei den Rest des Stockwerks durchsuchen. Und riesige Umwege gehen, oder will ich doch nicht? Nee, Moment. Gute Frage. Wie oft kann ich noch mit dem Licht zaubern? Einmal. Wenn er denn nicht misslingt. Lass uns runtergehen. Tief runter. Landete ich hier auf der Insel? Nee, das war... Das Staub am Ende der Treppe liegt Zentimeter hoch. Scheinbar ist seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Wenn ich irgendwas sehe, was möchte, ich sollte mal speichern. Das ist ein guter Moment, um mal diesen hier zu machen. Das ist ein sehr guter Moment, muss ich sagen. Ich mache hier auch mal noch einen Strich hier. Und hier mache ich noch mehr Striche. So. Mal das Ganze ein bisschen einteilen auf meinem Block. So, was haben wir denn da hinten? Ich hoffe, ich treffe hier auf nichts, was ich nicht besiegen kann. In einem Mauerstück neben dir entdeckst du ein Schlüsselloch. Ist sowas ähnliches nicht auch in Dings? Habe ich einen Schlüssel? Irgendeinen. Ich habe ein Brecheisen. Ist das nicht auch sowas wie eine Art Schlüssel? Ein Kotzstahl, könnte man auch sagen. So, hier haben wir noch mehr Glas. Noch mehr Gasflaschen. Ah, oh. Ein Haufen allen Lumpen und Schmutz findest du mehrere noch brauchbare Gegenstände. Sieht nicht aus wie eine Gasflasche. So, Dietrich hatte Droba, glaube ich. Bolzen. Ich habe einen Bolzen in meiner Hose, das reicht doch. Okay. Fackeln. Wer von euch hatte die Fackeln? Ich habe keine Ahnung. Heilung 1. Das ist dein Zeug. Oder was war das jetzt? Heilung. Warum nochmal Heilung 1? Giftneutralisieren ist, glaube ich, ihr Ding. So, noch eine Gasflasche. So. Ich werde jetzt ab sofort immer Gasflaschen nennen. Es sei denn, ich vergesse es dann nicht, aber... Ach ja, richtig. Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel zu meinem eigenen Schloss. Ist nicht mein Schloss, aber... Hey, wer weiß das schon. So, wir gucken mal hier. Hier ist noch mehr Müll. Hier liegen einige rostige Eisenringe. Es sind die einzigen Überreste von Fässern, die hier gestanden haben. Im Laufe der Jahre ist das Holz der Fässer bis auf ein paar kleine Stücke vermodert. Also im Prinzip nichts Wertvolles, okay.
Ist hier noch irgendwas? Sieht fast nicht so aus. Ja, doch, das Schlüsselloch, ja, das ich nicht öffnen kann, ist hier noch. Scheiße. Ich habe schon wieder einen Penis im Hals stecken. Geht gar nicht. So. Halt, Moment. Wir drehen uns ja gleich in die richtige Richtung. Das ist nicht wie in anderen Spielen. Ich kann natürlich auch einfach gedrückt halten, das geht natürlich auch. Aber das wäre ja voll langweilig, wenn ich jedes Mal selbst klickt. Schatz, da war ich schon, oder? Ja. Ja, da hat die Gasflasche gefunden. Sehr schöner Gegenstand. So, lassen wir diesen Witze. Irgendwann würde ich deswegen auf YouTube gebannt, sehe ich jetzt schon kommen. Aber hey, bis dahin habe ich noch eine schöne Zeit. Bevor ich in den Knast gehe. Na komm, dreh dich mal. Na komm, dreh dich. Dreh dich. Wie eine prima... Hey? Oh, achso. Wie eine prima Ballerina. So, dann... Moment, bin ich da nicht rausgekommen? Ah, nee, da muss ich lang. Okay. Kein Scharren und Kratzen? Langsam lässt das Spiel nach. So, gut, weiter. Überall in den Wänden sind hohe Regale mit guten Weinen aus ganz Lyramium aufgestellt. Ich drehe mich erstmal im Kreis, weil... Hä? Ich klick, glaube ich, zu schnell. Viel zu schnell gefickt, geklickt. So. Wir sind heute schon wieder auf höchstem Niveau, muss ich... Ah! B. So, und das C gebe ich euch heute nicht. Lala. Warum klicke ich jetzt überhaupt alle an? Da ist eh nichts drin. Noch eins weiter hinten. So, was ist denn hier? Vorher liegt ein großer Haufen von zerbrochenen Flaschen, Gläsern und Krügen. Genau mein Ding. Im Glashaufen findest du noch eine leere, heile leere Gasflasche. So, die Gasflasche nehmen wir doch mit. Keine Ahnung, wie ich die geben soll. Die wiegen nichts, das kann ich also den Magiern geben. Die haben ja nicht so viel Kraft wie ich. So, hier haben wir noch ein Fass in dem nichts. Moment, laufe ich jetzt gerade in die richtige Richtung? Warum ist hier noch so ein leeres Ding? Das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, aber es ist doch schon ein bisschen so merkwürdig. So ein bisschen offensichtlich, dass hier vielleicht noch was sein könnte. Oder auch nicht. Die Entwickler wollte ich nur verarschen, ja. Scharniere der Tür sind von bla 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 bla. Ich muss meinen Schlüssel mal wieder benutzen, sagst du einfach. Kann das eigentlich auch abbrechen? Ich weiß es nicht. Was sind das überhaupt für Türen hier? Ich meine, ganz ehrlich, der lagert hier seinen besten Wein und du hörst einen Schall und Kreischen. Und Kreischen lauter in dieser Tür. Ich meine, der lagert hier seinen besten Wein und sämtliche Türen sind verrostet. Also zu dem Weinlager. Wo ist überhaupt dieses schleimige Etwas? Ich will es gar nicht genau wissen, glaube ich. So, schlag das mal tot und du schlägst das mal tot. Und zur Sicherheit schlägst du das auch noch tot. So, macht keinen Schaden, ja. Ich habe hier schon wieder Grafikglitches, die man auch im Video sieht, was überhaupt nicht scheiße ist. Nein, warum auch? Du benutzt gleich mal Magie, weil das Ding wieder abhaut. Nein, Moment. Feuerstrahl reicht da auch. Warum habe ich vorhin den Feuerball genommen? Bin ich bescheuert? Du Pfeifen. Verdammte Magier, so komm, töte sie. Nein! Hier doch Feuerball nehmen müssen. Okay, jetzt sind sie weg. Oh, sie schafft die Flucht nicht. Aber jetzt, ne? Jetzt wahrscheinlich, ja. Jetzt schafft sie es. Ja, fick dich. Ich hasse dich auch. Jetzt kriege ich halt nur halbe Erfahrung. Es gibt mir voll viel Erfahrung flöten. Bei diesen mächtigen Ratten, die mir so voll viel Erfahrung nicht geben. Ich glaube, selbst alleine geben mir keine Erfahrung. Wir speichern besser mal. Und dann enormen Fortschritt mal abspeichern, sonst muss ich es gleich wieder spielen. Weil ich es mir wieder geschafft habe, das Spiel zu crashen. Gut, ist bei Amberstyle jetzt nicht so schwer. Okay, doch schon. Also die Version läuft recht gut, muss ich sagen, bisher. Da gibt es andere Versionen, die nicht so gut laufen. Versionen, wo man Dinge, die man braucht, nicht bekommt. Es ist eine Pfütze. Ein großes, schleimiges Wesen sperrt ihr den Weg. Kann ich mit ihm sprechen? Ich will nicht...
will mit dem Ding sprechen. Ah, es geht nicht mehr. Schade, bei Burntime konnte man mit Mutanten noch sprechen. Wir haben zwar nicht viel gesagt, aber es war lustig. Oh, das hat sich ja wunderbar positioniert, das Teil. So, ich sollte vielleicht mal meine weise Magie auch benutzen. Hm? Ach. Ist das hier schon... Ach nee, Moment, die brauche ich ja für Licht, deswegen kann ich die hier gar nicht nutzen. Wir wollen auf jeden Fall einen Feuerball. Oder wäre hier Wasser angebracht? Hm. So spontan würde ich das ja mit Wasser lösen, aber... Ich werde versuchen, mal meinen Feuerball so... Ich treffe schon mal nicht. Grievan trifft auch nicht und... Der Spruch misslingt. Oh, Drobanier trifft. Drobanier trifft nochmal. Wow, macht aber keinen Schaden. Sehr gut. Also der Schleim macht keinen Schaden. Drobanier schon, der hat gut Schaden. Nein, nein, nicht das billige Ding. Wir brauchen hier ein Bossmonster. Da brauchen wir die Mächte. Ja, Bossmonster. Weinschleim. Yeah. Sechs, Alter. Weinschleim halt echt.